Gott hat ein Werk, was hat diese Welt durchführen will. In Gottes Methode, Gottes allgemeine Methode ist, dass er Menschen brücken will dazu. Er kann allein Dinge tun, aber der normale Weg ist, er brückt uns. Er brückt Menschen und besonders seine Kinder. Aber seit dem Sündenfall ist kein Mensch mehr vollkommen. Bei der Bekehrung wird der Mensch zwar auf eine vollkommene Stadt hingestellt in Christus, aber sein Körper und seine Seele wurden damit noch nicht vollkommen. Wir blieben fehlerhafte Menschen. Und dort hat es dazu gebracht, dass Gott selbst nicht ewig geblieben ist, als unvollkommene Menschen zu brücken. Für sein Werk. Wenn vollkommene Werte keine geblieben. Dort ist das Thema von heute. Gottes Kraft in unserer Schwachheit. Der erste Punkt. Gott scheint in Gefallen zu haben und schwache Menschen. Jeder Mensch hat seine Schwachheiten in der physischen Hinsicht. Dort meint, einer kann schlecht sein, einer kann über dem Schwur Hirn vernehmen, noch ein anderer erst beim Gohnen ein bisschen hängert. Viele Menschen haben irgendeine Sorte physische Gebrechen, was dann manchmal ein bisschen hängert. Zum ganz frei schaffen und gohnen können. Some Menschen sind emotionally ein bisschen hängert. Sie sind leicht nervös, andere sind manchmal ein bisschen tough, sollen manchmal ein bisschen mehr Mitgefühl haben. Ab irgendwann mit ihren Emotions sind sie auch nicht vollkommen. Oder in der intellectual Linie. Some haben schwer gelehrt. Mit Becker lehren als ein schwer gewachsene Schule. Und haben von dort noch nicht viel Interesse in Deib lesen. Sie haben dort nicht ganz dort, was zum anderen haben. Jeder eine hat wesse Schwachheiten. Und mit uns kommen wir in so eine Umstände nähern, wo sich dort noch besonders sehr rüttet, wo unsere Schwachheiten sind. Und wenn dort danach auf einmal für Menschen rüttet kommen soll, dann dürfte es sein, dass jemand sich nach ein bisschen embarrassed fällt. Ab manchmal noch auf so eine Stelle, wo Gott wird ursacht sein. Wenn wir von da geworden von Schwachheit reden, was wir alle haben, dann reden wir von so einer Schwachheit, mit denen wir bloß eben taub leben müssen, was da bloß sind in unserem Leben. Dann reden wir nicht von so einer Schwachheit, als leicht zornig geworden, wo das haben auch eine Schwachheit nennen, da werden wir von auch gleich eine Sünde nennen, oder von irgendeiner anderen Genächtheit, was sündlich ist, was wir machen eine Schwachheit nennen, was in Wirklichkeit aber eine Sünde ist. Von Sünd reden wir von Augen nicht. Von Augen, wenn wir von Schwachheit reden, dann reden wir von Sünd, was wir eben nicht ändern können in unserem Leben. Wir müssen lernen, damit fertig zu werden. Und was wir von Augen rückbringen wollen, ist, Gott ist dort kein Hindernis in seinem Werk, wenn wir auch so eine Schwachheit dort haben. Was Gott wichtig ist, dort ist, wo wir eingestellt sind, jen unsere Schwachheit, und wo Gott wir dem Nächsten vertrauen können, wenn der auch seine Schwachheit über die kommen. Von dort wollen wir unsere Schwächen nicht so anchecken als Fabrikfehler an uns. Gott hat jeder Mensch so gemocht, dass er seine Schwachheiten hat, wenn er kann uns dann besser brücken. Na, wo kann uns Gott uns besser brücken, wenn wir Schwachheiten haben? Wie würde Dollar so nicht sein, wenn wir die Schwachheiten nicht haben, dann wird Gott uns besser brücken können. Na ja, da ist auch der Sieg. Sei wir Gott dort nicht auf einmal nach, wo es uns dort geben kann. Aber Gott hat
ans alle verse Schwachheit, die je am ans demütig te holen. Kevans verstehen, wenn jemand von uns auf einmal kommt, keine Schwachheit hat, alles bis vollkommen wird, wird der Person nicht in große Gefahrstunde stolz geworden? So die Schwachheit, die wir haben, sind da, um uns demütig zu holen. Die zweite Ursache, wo wir in Gott uns mit Schwachheit gemacht haben, dort ist, dort wir nicht so selbstständig geworden sollen, dort wir sollen Gott brücken. Wer wird Gott brücken, wenn er selbst alles versteht? 2. Korinther 12, 9 schrift: Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wer von uns hat sich einmal gerühmt? Wer von uns hat einmal gepocht mit so einer Schwachheit, was wir haben? Und wann wird das ever tun? Und da wird vielleicht dort sein, der andere wird uns dann da jemand überloben, nicht so? Und da wird auch nicht dort sein, was wir wollen. Mit Schwachheit, weil wir uns leicht bleiben, dann steht dort wie mit der uns groß tun. Na, dort ist es besser, wenn wir uns nicht groß tun damit. Aber Gott checkt unsere schwache Städte anders an, als wir selbst anchecken. Jesaja 54 sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist denn die Erde, sind noch meine Wege höher denn eure Wege. Also, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Die Gedanken über unsere schwache Städte, Gott hat andere Gedanken über als wie gewöhnlich du über hast. In 1. Korinther 1, Vers 27, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das Vers sagt, es sei ja klar, Gott hat sich bis gerade dort gewählt, was die Welt ancheckt, als was schwach ist. Gott ist niemals beeindruckt von Stärket, Brovet, Grautet. Das ist Menschen viel mehr sein. Menschen, die gehen in große Games und kompeten, und sagen, wer dort der Paste und wer dort der Hostigste und dort ist der große Mensch. Nicht so, der kriegt die große Headlines in den Zeitungen. Aber Gott checkt ganz anders an. Gott checkt, und wer kann sich die dollste Plot-Hanleihe verarmen? Wer kann seine Schwachheit das Beste erkennen und das dollste Gott der übergeben? Durch den kann Gott schaffen. Nicht durch den großen, starken Bruder, der alles selbst versteht. Hier haben gefallen und schwache, nur meine ich, wer selbst schwach ist. In Arme. In seine, um das zu prüfen, dass Gott ein gefallen hat und die Bedürftige, weil wir checken, wo fängt Jesus seine Bergpredigt an? Jesus hat drei lange Kapitel gebraucht, um die Predigt beschrieben. Und was ist der ganz erste Ausdruck, was Jesus da macht? Was wir am ganz Wichtigsten. Selig sind die geistlich arm sind. Die geistlich arm, geistlich schwach sind. Selig sind die. Die Bibel ist voll von Beispielen, wo Gott anvollkommene in gewöhnliche Menschen für sein Werk gebrückt hat. Wenn Gott bloß vollkommene Menschen brücken kann in seinem Werk, dann wird nichts zu beschecken gehen. Wenn, dann wird keiner zu finden gehen. In dieser Wahrheit, dieser Tatsache, dass Gott gleich mit fehlerhaften Menschen, durch fehlerhafte Menschen zu schaffen, dort sind Trost für uns. Wenn jeder einer kann dadurch fehlen, na, wenn das so ist, dass Gott fehlerhafte Menschen gleicht, dann passt die Akt auch noch in Gottes Frame nähern, in Gottes Plan nähern. Dort gibt uns Mut, dort wird uns encourage. Wenn wir denken an Schwachheit, was wir haben, an Gebrechen, was wir haben, dort sind sie so mit was wir leben müssen. Einige Menschen haben nicht so recht die Guten, was anleiden. Haben die Schwachheit. Sie sagen, sie können gut schaffen, sie können das, sie können dort. Aber krieg mal was anleiden, in der Arbeit planen, dort beschäftigen, dort alle top wiederkommen, haben die bloß nicht so reichen Geschenk von.
aber andere können sie verändern. Noch ein anderer hat nicht die Gabe von Singen. Jeder einer kann mehr singen, wenn wir nicht euch singen. Aber zum einfach mal reicht im Kreis ein Gesang anlegen, da haben viele von uns nicht die rechte Gabe. Noch ein anderer, Jeff sagt dafür, er hat nicht die rechte Gabe, um eine Rede zu holen, dass er taubhängig ist und zum Ding einfach mal erklären, wo die sind. Hat bloß nicht in jeder einer die Gabe von. Noch ein anderer, der hat eine physische Hinsicht haben. Irgendein bisschen Hindernis, was am abhält, von was er Ding tun. Oder der andere wird vielleicht sagen, ich komme mit so einer Familie, was nicht popular ist. Meine Familie ist nur eine geringe Familie, ich kann dort nicht tun. Dann soll ich Gideon dort auch mal. Als Gott Gideon ruft, dann sehe ich auch, na, meine Familie ist ja gleich popular. Ich sehe von den geringsten Familien. Ich habe so ein Hingenommen, was wenig wird in Verschein kommen, was wenig zu brücken ist. Oder Sam hat die Schwachheit, dass sie schwer Nomen zum Denkholen können. Sie trafen eine Person, sie seine da, hey, das sind Bekannte, aber was wir die Nomen? Sie, das nach viel mehr Schwachheiten sind unter uns. Jeder einer von uns kann mit Sam von dieser identifizieren. Und krieg so eine Menschen aus dort, weil Gott brücke. Wird er die eine Schwachheit erkennen. Manchmal wollen wir uns unsere eine Schwachheit entmutigen, was auch logisch ist, was auch zu verstehen ist. Okay, wenn wir nun diese Schwachheit haben, was ich abgenannt habe, und noch mehr, viel mehr, dort wollen wir aber damit nicht sagen, dass der Jan ja dann keine Arbeit tun soll, wo es an der Gabe fehlt, was er nicht hat. Dann wird doch noch mal mir gefragt worden, wo eine Anleitung mache oder wo eine kurze Rede hole. Dann wird doch noch mal, wo viele Gesang unterleiden oder irgend von den Dingen. Dann wird der, wenn es gleich treten, bloß ein Utrede geben. Na, der Gabe hat bloß eben nicht, dann brücke ich das nicht tun. Wenn ältester Piet Leiwe hat mal gesagt, wann im Wald bloß die Fehl singen würde, was das ganz Schönste singen könne, dann würde die Welt sei ja still sein. Aber wenn alle Fehl singen, auch die, was gleich sehr schön singen kann, eben dort spotze ich wieder der Mann, dort halbt ab irgendeinem Weg, dreht dort bi, zum dort Ganze vollkommen machen. Und kriegst du mit uns. Diejenigen von uns, was so viel ich habe, wenig Gabe, ich das nicht und ich dort nicht, dort viel Kraft noch und die Person auch, um das ganze Zeugnis-System vollständig machen. Gott will in jeder einen Brücke, wenn die Arbeit auch nicht vollkommen ist, wird wie tun. Wenn in der Gemeinde bloß die Jan die Amt kriegen, wird der ganz Baste die Dinge verstehen. Dann wird, wie Eva ihr uns seit dem Evan gefallen. Und dann wird in der Gemeinde auch wenig gedonnen worden. Die Brücke viel breiter, wird anvollkommen sein, aber wird sich anstrengen und so gut tun, als sie können. 2. Korinther 4, 7. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Im 2. Korintherbrief hat Paulus besonders viel von Schwachheit geschrieben. Und wenn er redet von einem Schatz, dort verstehe ich so an das Seil, dort sind Schatz, wenn der Wort ewig bleiben. Der ans Schatz, an das Seil, ist in ein irdenes Gefäß werden. Dort irdene Gefäß, dort ist ans Körper. Das ist von ihr gemacht. Und Gott hat doing von ihr, was gemacht, dort seine Kraft in uns entfalten will. Er sagt dir dort hier klar, der ist ein irdene Gefäß, also wir können sagen, fehlerhaft. In ein fehlerhafter Körper, dort Gott dort, der ich beten kann, rückkommen in sein Werk down. Der 2. Punkt. Gestehe deine
Schwachheiten. Admit your weak points. Wann wir trotz unserer schwachen Städte wollen brückbar sein, wollen nützlich sein, dann sind zwei Dinge wichtig. Erstlich muss wir dort erkennen, dort wie schwach sind, das ganz gut. Ich habe mal gelesen, meine eine Schwachheit zu erkennen, dort eine starke steht von einem Menschen. Wenn ich dort erkenne, wenn wir dort erkennen, in welcher Hinsicht haben, wie schwach sind, dann weit wir, wo wir besonders abholen müssen. Nicht haben wir ein klein bisschen wiedergehen, wenn wir erkennen, in welcher Hinsicht haben, wie besonders schwach sind in Versuchungen. Welche Dinge uns besonders leicht die Gedanken ab was schlecht lenken wollen, wenn wir dort erkennen, dann weit wir, wo wir abholen müssen. Je besser wir unsere eine Schwachheit kennen, umso weniger je vor erst dort, dort die anderen Menschen wollen Anstoß sein. Wenn wir immer wie daunen, wo immer wie schaffen, was wir immer dort im Sinn haben, wie sind eine Gemeinde, was top schaffen. Ich habe nicht die Authority, nicht dort reicht, eigenhändig irgendein zu daunen, wann der jen den allgemeinen Rot von der Gemeinde ist. Wenn wir im Reich Gottes wollen brückbar sein, dann müssen wir weiter, dann müssen wir erkennen, wer wir selbst sind. Wenn wir irgendeine Gerätschaft brücken wollen, lassen wir eine Tech sein, irgendein Gadget brücken, oder eine Schmied, irgendein Carpenter Shop, irgendwo brücken. Je besser wir die Gerätschaft kennen, wo dort funktioniert, je besser wir die Gefahren weiter, wo damit verbunden sind, wann wir dort brücken, je besser können wir dort brücken. Je sicherer und je erfolgvoller brücken wir dort. Und dann das eine Wort, wie wir brücken, wir können uns selbst. Und das zweite Wort, wie wir können, das ist Gottes Kraft. Je doller wir Gottes Kraft erkennen und wo Gottes Kraft schafft, ab was für die Leinheit Gottes Kraft das Beste schafft, je doller wir dort erkennen, je besser sind wir auf. Und dann erst nur die Kunst, wenn ich meine Schwachheit erkenne, und ich erkenne Gottes Kraft, wenn ich dann nur nach der Kunst lernen kann, wo dort top zu koppeln wird. Wo kann ich Gottes Kraft und meine Schwachheit entpluggen, damit dort top funktionieren kann, um erfolgreich zu sein. Ich will mal ein Beispiel nehmen, ein ganz natürliches Beispiel. Irgendeine Ackergerätschaft. Wer wird bloß mal gerade den Pluch nehmen? Pluch wird manchmal als der Basic Tool genannt für die Ackerie. Da reden wir vielleicht manchmal von Pluchland, nicht von Drillerland. Okay, Pluch an sich hat erst eine Vordergerätschaft, aber er hat keine Kraft. Hat ihm ganz nie Schmacker vor der Pflucht gestanden, der nicht, wenn ich von besiedener Kraft komme, was dem was mag, dort da nicht wird, wie er mag das. Der Traktor allein hat eine große Kraft, der kann vor, der kann schaffen, aber hat kein bisschen Bereitschaft hingeran, wofür beschäftigt dort da, wenn man dem über den Stab vor. Jetzt beides nicht, was vor dir, ein und das andere. Überspann den Traktor und Pluch an, da der Topkoppler, der Traktor seine Power und den Pluch seine Schwachheit, dort erst dort alleine stehen kann, dort Topkoppler, dann geht eine große Arbeit zu tun. So Gott allein, Gott erst dort Haupt, und bloß dort Haupt allein, kann auch nicht die Functions tun. Dort sehe ich am Anfang, Gott will allgemein durch Menschen schaffen. Gott braucht Gereitschaft. Zu schaffen und dort die Gereitschaft, was Gott braucht, das ist wie, das ist die Gemeinde. Abzuwasch, Gott nicht beschränkt ist. Gott mag die ganze Welt, Gott mag Adam und einfach ganz allein. So, er kann dort. Aber von dort aus sehen, war ich von schaffen, er braucht ein bisschen Gereitschaft hängen an. Allgemein.
Also da tauscht ohne, wir sind ganz powerless, ganz kraftlos, ohne Gott, so ein Pluch nach Stone kann, ohne einen Traktor. Dort dann der dritte Punkt, der nächste Punkt ist, sie hat sehr groß, wenn wir wollen erfolgreich schaffen im Reich Gottes, wir da zwei Dinge, was wir müssen, entweder erkennen, wo meine Schwachheiten sind. Und das zweite ist, dort annehmen, mir da zur Hand geben, dort ich Schwachheiten habe. In 2. Korinther 12, 19, dort lasse ich auch, durch Schrift Paulus, dort heiße ich, über seine Schwachheiten rühmen will. Dort meint so viel, Paulus hat sich ganz handgegeben dazu, dort er Schwachheiten hat. Wie fing ab eine steht, von der Gleichheit aus dem Galater, durch Schrift, dort ich verstehe dazu, dort Paulus vielleicht nicht sehr starke Redner gehabt hat. Ob ich auch schwach bin in der Rede, so bin ich doch nicht schwach in der Erkenntnis. Das waren hey, vielleicht nicht sehr vollständig habe verstanden zu reden. So hielt sich der Einfach nur. Und auf andere steht, hielt sich dazu, er hat Urgetrübel gehabt. Wenn er sagte, die Galater, wo soll ich wie dann? Weil mählich war es wir, die wurde in Urgeräte haben, mit der gejäfft hat. Na, wohin wird Paulus dann schreiben? Ich nehme der Rüth, er hat schwache Urge gehabt. Danach, wenn er einen Brief schreibt, sein Signature gab, dann seht ihr, check mal, was er von der großen Later schrieb. Wie muss der große Later schreiben? Na, das hätte ich wohl sein nicht gerne. Sieh, okay, so Paulus hat seine Schwachheit und er hat sich über Hand gegeben. Ich will mich rühmen von meinen Schwachheiten. Mir ist dort Gott, dort ich seine Schwachheit habe und ich will bloß dann dort tun, was ich kann und ich möchte die Dinge, die ich schwach an sie, die so Gott tun, als ich die tun kann. Wenn wir dort nicht wollen tauschen, dort wie Schwachheiten haben, dort wird ein Hänger sein, zum erfolgreich in die Gemeinde mitschaffen. Wenn ich mich nicht dort zu Hand gebe, dass ich eine Schwachheit habe, dann knack ich mich nicht für Gott, dann kann Gott mich nicht so reich so brücken, als ich will. Ich habe mal ein Beispiel, die Brücke von Hornstier. Wie wird er mal ein Bild gehandelt? Wie weiter hat er zwei Sorten Hornstier? Eine Sorte Hornstier, das ist sehr Bild, von Seier, Stiefel, Lade, ich mag die gute Mess nicht zu bilden. Und der andere ist ganz schlau. Wenn ein Hornstier gleich wie Beta zum Bild handelt, Seier, Chlor, die Schlaupe. Und dort ist ein Bild von, wie soll er ganz schlau in Gottes Hängen sollen, nicht ans eine Welle nach Stiefel festholen. Wenn je Schlauper wie sind, je Dollar wieder tauscht, ich habe eine Schwachheit. Ich weiß mich allein nicht hiermit. Je besser kann Gott ans Brücke, je mehr flexibel sehr wie. So dort wie es eine Hingabe, wann wir dort annehmen, ans Hand geben dort, dort wie schwache Städte haben. Wann wir unzufrieden sind, Eva, vielleicht sogar noch manchmal rebellische Gedanken haben, Eva, dort eigentlich auch so gut kann es Jana. Ich will meine Schwachheit nicht annehmen, ich will ein vollkommener Mensch sein. Wohin wollen wir dort? Wollen wir dort auf einmal, erst auf einmal irgendwo ein Verlangen, eine Anerkennung in die Erde hängen? Aber wenn wir an sie gebrechen, demütig tauschen und uns annehmen, was Gott uns gemacht hat, dann kann Gott uns Brücke, so sein Moses Brücke kann. Als Gott Moses mal raubt, dann sieht Moses, Gott, du weißt, ich verstehe euch klar zu reden. Ich bin von jeher nicht wohl beredt gewesen. Nur no, das wird nicht schaffen. Also Moses brückt seine Schwachheit aus dem Utreden zu Gott. Dann, wie weit die Geschichte wieder, wo Gott sich wüsste damit, wo er am Arden schickt. So, Gott kann aus Moses sich einmal hingauf. Gott, das ist meine Schwachheit, mit der, wo ich leben möchte. Aber Gott schickt am in Bruder, wo am helfen wird. Dann kann er Gott am brücken. In Richter 3 haben wir die Geschichte von Ehud. Ehud wie ein von den Rechten in Israel. In Ehud er kann seine rechte Hand nicht brücken. Irgendwas wie an seiner rechten Hand hat er nicht schafft. Er muss bloß mit einer Hand arbeiten. Und der Herr wird gerade dort, dadurch, brückt Gott am Tim eine Wasser arbeiten. Wo am gerade dort halb, dort hier links schwer. Machen wir Gott bloß gehen, hat er uns irgendeine Schwachheit gegeben, wenn er durch die irgendwo in unserem Leben nochmal ganz krank wird, beschecken wollen. Je mehr wir unsere Schwachheit erkennen, je mehr wir uns auf Gott verloten.
some mensche wat ne ganz besonder gaude gov in irgendeiner Hinsicht ha, de ha in ne andere Hinsicht aber ne besonder schwache gov. Ek glaub Gott der dort manchmal tun dat utbalance. Hij kan wat daun auf en feine gov, aber hij soll nicht hochmütig worden, door een haken nog met een schwachheid gemaakt. Andere, sommige mensen zien waar de haar een mes alles in de gouden goof, worden weinig schwachheid te vinden. Andere waren, zien waar de haar weinig goof is. Weinig ding wat ze bijzonder goed doen niet kan. Wat aan wat je voor zijn stad zei, nou, dan gaan we niet anders als plus zei, God heeft in ieder mens zo gemaakt als hij hem wel heeft. En je beter wir ons hand geven voor dat wat God ons gemaakt heeft, je sicherer gaan we. De bispel heeft gebracht. Je hebt een puzzle beat. We zijn een puzzle beat, daar heeft zijn bieter wat eruit steken, ook zijn hallingen is het dat. We hebben nu gezegd dat de hallingen dat zijn onze zwakke steden, die bieter wat eruit steken zijn onze sterke zijde. Jeder einer van ons heeft die. En wat wordt passeren met mijn zwakke steden? Da wird ein Bruder kommen, in der Gemeinde, nicht mehr von einem ganzen Gemeindeleben denken, da wird er in der Gemeinde nicht daunen kommen, ich kann nicht die Gove davon. Da wird ein anderer, hat kriegt die Gove, der wird kommen und wird dort hinein daunen, wird kriegt hochpassen, meine Schwache steht und deine Stärke steht, dann kann dort, das dort wird wieder passieren, und wenn er, wer immer da eine Stärke steht, hat, der ist so erst wahrlich, dem anderen seine Schwächen auszufallen damit. Dann waren wir dort, alles ist dort, jeder Glied in der Tür, jeder Puzzle beat. Welch erstes dort zu tun, zu Gott erlaubt zu haben, schmackert Puzzle, wo alles kriegt, hochpasst, die schwache Städte und die starke Städte. 1. Korinther 12, 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches Sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. Gott hat bloß so gewollt, wie sie sind, als wir sind. Ik rede nu niet van zintelijke natuur. Ik rede nu waar van de ding wat we niet anderen kennen. Wat ons plus einfach, wer wie plus einfach zijn. Schwachheid te hebben veroorzaakt communication. Ik val me schwak met woord. Du valst die schwak met woord. Dan moet je nog mal een broer en een zuster gaan met een rood vragen. En dat is communication. Sterk te zijn. Dort verursacht Competition Gefühle. Wenn irgendwer besonders gut ist in irgendeinem Stück, der wird mal abholen, da nicht einmal mit zu denken, na, ich konnte mich bitte aus Jana, Jana bleibt mir ein bisschen hängen. Dort ist Competition. Und die Gemeinde besteht nicht mit Competition. Die Gemeinde besteht mit Communication. Und dort verbrückt dort Schwachheit. Hebräer 11,34 sagt, sie von den Martyrern, wo da wäre verfolgt worden, dort und dort hat die Allah schwört belebt. Sie sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Gott braucht die Schwachheit, was sie hatte, und mag ihn mit dir stark. Christen sind in einer Hinsicht haben, so als Schneiflocke. Eine Schneiflocke allein. Wat kon die? Wat is die? Wat deed die? Heeft geen macht. Maar wanneer je genoeg schneeflokken op dezelfde steden gaan vallen, dan moet alle traffic stel houden. En dan wacht je niet dat. Einer alleen in de gemeente, in het Gottes, die kan bloos nog niet dort donen. Die is schwak en machtlos. Maar alle taub. Dann haben wir eine große Macht. Wir werden zum Schluss noch einmal 2. Korinther 12, Vers 9 und 10 lesen. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
Wir haben abstehen und beten. Uns vor dem Himmel, wir danken dir für die Schöpfung. Dein erster Plan wäre nicht so, dass der Mensch so viel Schwächen soll haben. Du musst dem Fall kommen. Aber dadurch, dass du Sinn so viel verdorben hast, bist du gnädig geblieben. Hast du dann doch noch einen Weg, uns zu raten und uns nützlich zu machen und die Gemeinde zu bauen. Und wir beten, dass wir Dinge, die wir akzeptieren, annehmen, dass sie sind, die wir nicht ändern können. Und dann jeder eine unsere Dinge in deinem Reich. Wir beten von da für die Sommerbibelschule, sehen dort, was er getan ist, sehen dort, was nächste Woche soll getan werden. O Herr, dort von dir trüchtige, schmacke Mexikaner-Kingertjes, wo er zusammen nach Mul im Himmel kommen durch die Arbeit. Sehen und vergelt die Lehrer, wir beten, dass die auch im persönlichen Glaubensleben wurde gestärkt und befestigt worden. Und auch besonders für die Breiter, die dort anleiten, und sie kann dort alle kämmern. Ich vergelt denen auch, was sie in deinem Reich tun. Auch für all die anderen, die auf irgendeinem Weg involviert sind mit Kuchensupply oder mit den Wängen, Decken abstellen, sieh doch ganz so weit nach. Wir beten das mit Danke im Namen Jesus. Amen.